Ringelblumenöl selbst herstellen. Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard Schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie ich unseren Wintervorrat an Ringelblumenöl selbst herstelle und dich damit ja, inspirieren. Vielleicht hast du ja auch um die Ecke ein paar Ringelblumen, die dir ja, jeden Tag einen schönen Tag wünschen, die dich anlächeln und vielleicht hast du ja auch Lust, dir auch einen Vorrat an Ringelblumenöl ja, für den Winter anzulegen. Ich nehme dich jetzt erstmal mit in den Garten und zeige dir erstmal, wie ich die Ringelblumen ernte und ja, wie es dann eben weitergeht. So, und ich ernte dann im Prinzip einfach nur die Köpfe von den Ringelblumen und sammle die dann erstmal in einem Gefäß. Hier haben wir noch mehr von diesen Blüten. Ja, die Ringelblumen haben ja eine sehr heilsame, heilende Wirkung. Ich kannte früher Ringelblumen eigentlich nur als Ringelblumensalbe, Ringelblumencreme, das ist ja vielleicht auch nur bekannt. Aber diese heilsamen Wirkstoffe der Ringelblumen, wenn man die eben in dieses Olivenöl gibt, die entfalten sich dann natürlich auch und von diesem Olivenöl nehme ich dann über den Winter jeweils so einen Esslöffel ab und mache das zum Beispiel in die Salatsoße mit dazu. Ich mache ja auch immer Basilikumöl zusätzlich noch und auch ein Johanniskrautöl. Das sind so die drei Öle, die wir so über den Winter als Vorrat haben und da mache ich dann manchmal alle drei Sorten Öl, manchmal auch nur eine Sorte, gerade so wie es mir beliebt, einfach nur einen Esslöffel in die Salatsoße mit rein und ja, so nehmen wir dann über Winter diese wunderbaren Energien dieser Blüten, in dem Falle hier jetzt der Ringelblume mit auf. Die Ringelblume gehört übrigens zu den wirksamsten Heilpflanzen, die in unserer Kultur hier bekannt sind. Sie wirkt bei Verdauungsbeschwerden, sie wirkt entzündungshemmend, sie gilt allgemein als reinigend und abschwellend und hat im Allgemeinen auch eine antibakterielle Wirkung bei Pilzen und gegen Viren. Ist also so gesehen ein wunderbares Mittel, gerade so über die Winterzeit, um das Immunsystem eben zu stärken. Sie kann zudem das Wachstum von neuen Zellen fördern, Schmerzen lindern und Krämpfe lösen und kann eben auch durchblutungsfördernd wirken. Das mal so ein kleiner Ausflug noch in die heilsame Wirkung der Ringelblume. Hier sind die Zutaten nochmal im Überblick von der Menge her. Ringelblumenblüten, ein gutes, hochwertiges Olivenöl und ja, diese Flaschen, die sammle ich immer während des Jahres und nutze die dann dazu. Ja, was du natürlich auf jeden Fall achten solltest, dass die Gefäße sauber sind, dass sie trocken sind und dass du die Ringelblumen auch am besten in der Mittagssonne, also zwischen 12 und 14 Uhr, erntest, wenn sie schön trocken sind. Also nicht morgens oder abends, wenn schon wieder die Feuchtigkeit draußen ja, sich bemerkbar macht, sondern es muss wirklich alles gut durchgetrocknet sein und die Blüten müssen auch komplett mit Olivenöl ja, bedeckt sein, damit sich da natürlich auch kein Schimmel bilden kann. Und das Ganze wird dann einfach aufgefüllt mit dem Olivenöl. Ja, so schaut die Flasche dann abgefüllt aus. Ich merke gerade oder sehe gerade, hier muss ich noch ein bisschen reinfüllen, weil die obersten Blüten sind nicht ganz bedeckt. Das Ganze drehe ich dann jeden Tag und das wandert jetzt erstmal auf die Fensterbank in der Küche. Da ist nur die Morgensonne, sodass die Sonnenstrahlen da auch noch ein bisschen zusätzlich einwirken können. Und das bleibt dann so für 6 bis 8 Wochen da stehen. Jeden Tag, wie gesagt, einmal drehen. Und dann nehme ich die Blüten raus, siebe das Öl also so ab und ja, schon ist der Wintervorrat an Ringelblumenöl fertig. Okay, ja, vielleicht könnte ich dich ja ein bisschen inspirieren jetzt und anregen, dir auch mal ein Ringelblumenöl oder ein Johanniskrautöl oder eben auch Basilikumöl selbst zu machen. Das Basilikumöl mache ich immer etwas später, erst so im Herbst, Spätsommer, Frühherbst. Wenn es dann schon wieder etwas kälter draußen wird und das Basilikum dann draußen eben auch
ja, erfrieren würde, so den Rest, den nehme ich dann quasi, fülle das genauso dann eben in eine Flasche ab, achte drauf, dass es schön trocken ist, also ernte das dann auch an einem lauen Sommertag in der Mittagszeit und ja, habe dann eben so auf gleiche Art und Weise ein ganz tolles Basilikumöl als Wintervorrat. Johanniskraut, das zeige ich dir nochmal separat, denn Johanniskraut steht ja jetzt in voller Blüte und da nehme ich dich dann eben auch mit, damit du auch siehst, wie das Johanniskraut ausschaut und genau ja, gibt ja auch noch Tipps, woran du speziell Johanniskrautblüten eben auch gut erkennen kannst. Das war heute aber das Ringelblumenöl. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, wie gesagt. Und ja, danke dir für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schick dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Irmgard. Ciao, ciao.